Jetzt gehe ich näher darauf ein, was das mit der griechischen Mythologie und den Apfel zu tun hat. Es findet eine Hochzeit bei den olympischen Göttern statt. Und die Göttin der Eifersucht wird nicht eingeladen. Jetzt ist sie beleidigt und hat eine hinterlistige Idee. Sie gibt den Apfel einen wunderschönen Zeus. Und der Zeus soll eine dieser drei Göttinnen, dieser drei schönen Frauen, einfach belohnen, krönen mit dem Apfel. Da ist die Aphrodite, die Athene und wir sehen links noch die Hera. Zeus sagt, nein, das mache ich nicht. Das soll ein Mensch machen, weil sonst sind die anderen zwei beleidigt. Dann geht er mit diesen drei Grazien auf das Festland und ein einfacher Hirtenjunge, der aber ein Königssohn war, was er nicht wusste, mit dem Namen Paris, der soll das machen. Ja, sagt er, mache ich schon, was kriege ich von dir, Hera? Als Beispiel, ja, von mir kriegst du Kraft und Mut. Athene, sie ist ja die Göttin der Weisheit, aber auch die Kriegsgöttin. Von mir bekommst du Kriegslist. Ja, und du, Aphrodite, was schenkst du mir, wenn ich dir den Apfel als Krönung gebe? Von mir lernst du die schönste Griechin kennen. Daraufhin gibt er der Aphrodite den Apfel als Krönung und er lernt dafür die schöne Helena von Troja kennen. Und wie das natürlich weiterging, ist eine spezielle Sache für sich. Der Trojanische Krieg hat sich daraus entwickelt und so weiter.